Moin Leute, hier zurück bei Mortal Kombat XL mit Kapitel 6. Geht auch direkt los. Mit mindestens 2 Divisionen Takatanern. Deborah. Die sind ständig in Bewegung, okay. Um nicht entdeckt zu werden. Das ist nicht weit. Etwa 200 Kilometer. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Ma'am. Viel Erfolg. Blade Ende. Ihr habt neue Informationen? Aus dem Erdenreich? Kano hat geredet. Er hat uns Melinas Aufenthaltsort verraten. Sie hat das Amulett, aber auch eine Menge Verteidiger. Wir schlagen sofort zu. Vielleicht ein Zwei-Seiten-Angriff. Die Armee greift Melina an, lenkt sie ab, während diese hier das Amulett an sich bringt. Nicht alleine. Diese hier kommt mit. List ist essentiell. Habt ihr nicht gehört? Du kannst im Hauptangriff aushelfen. Devora, wir geben ihrer Anfrage statt. Und ich werde Melina endlich los sein. Vor 5 Jahren, okay. Diese hier versteht eure Logik, kommt aber nicht zum selben Schluss. Wie andere auch, ist diese hier nicht zufrieden mit Melina als Ghanem. Es ist aber unklar, ob euer Putsch gelingen kann. Deshalb habe ich auch den Sataraner eingeladen. Hört zu und folgt uns. Ich weiß Dinge über Melina. Ihre geschwächte Herrschaft wird ein Ende finden und den Weg freimachen für Kuatal. Was solltet ihr wissen, was dafür... Ah, da sind sie ja. 3 andere Ratsmitglieder tratschen wie die Waschweiber. Worüber nur, frage ich mich. Wenn ihr nur unserem Rat folgen würdet, da Krieg mit dem Unterreich droht, dränge ich auf Annäherung ans Erdenreich. Und ich sagte, ich würde eher sterben, als die Mörder meines Vaters zu unterstützen. Ihr zieht eine Drohung einer praktischen Lösung vor. Das gefährdet das Reich. Und Aufhetzung nicht? Schweige für immer! Ich hole mir deine Zunge. Du bist nicht Shao Kahns wahre Erbin. Sie ist ein Konstrukt, geformt in Shang Tsungs Fleischgruben. Ich sah es. Damit ist dein Anspruch auf den Thron nichtig. Du wagst es. Ich folgte Shao Kahn auf sein Geheiß nach. Das mag wohl sein, aber die Außenwelt braucht einen neuen Anführer. Dich etwa? Oshtek-Narr! Tötet ihn! Diese hier dient Melina nicht länger. Ah! Verteidigt eure Imperatoren! Unser Schöpfer Shao Kahn ist tot. Wir dienen, wem wir wollen. Ah! Ah! Aufstand, Push, ja geil. Da! Das ist kein... Du folgst immer noch Melina? Shao Kahn erobert mein Reich. Ich schulde ihm Loyalität. Ich ehre seinen Willen. Okay, dann hau ich jetzt ein paar Zähne raus, sind die hässlich. Ah, verdammt. Devora, probier's. Okay. Oh. Oh, verdammt, meine Ulti vorbeigehauen. Trotzdem gewonnen, yeah. Ja, die ist gar nicht so schlecht, ey. Holt ganz gut rein. Oh. Ah. Wenn die KI mich in der Ecke hat, komme ich meistens schon raus, ey. Oh, das ist schwierig, Boss. Komm schon! Mach was, Devora! Alter, der geht auf die Fresse und wie, ey.
Ja, wie gesagt, wenn die KI dich in die Ecke hat, kommst du da nicht mehr raus. Mal umdrehen, das Gedöns hier. Oder auch nicht. Das ist also die Ulti. Nett. Ich komme hier nicht mehr raus. Schieß es an. Aber wenn er mich in der Ecke hat, ich komme noch nicht raus, ey. Du Bastard, ey. Oh, Leute. Ach, Mann. Wie ist Hasse, ey? Wie ist Hasse? Ich ehre seinen Willen. Ja, ja. Am Anfang ist es so gut, ey. Jetzt krieg ich nur auf die Fresse von ihm. Jetzt krieg ich gar nicht. Ich kann nichts machen, jetzt bin ich schon wieder in der Ecke. Ich kann nichts machen, ich komme nicht raus. Oh, nur mit einer Ulti bin ich rausgekommen, ey. War die ja nicht auf Fußtritt oder so? Mann, ey. Gibt's doch nicht. Muss ich echt gerade konzentrieren, ich kann nicht reden. Geht nicht. Ich will gewinnen. Genau so. Alter, jetzt bringt er mich wieder in die Ecke. Oh, ist mir die Oma werfen, ey. Nein, nicht bitte, nicht wieder in die Ecke, ey. Freigeschaltet? Okay. Was? Haha, was hab ich da falsch? Gewonnen! Ah, endlich. Boah. Mal ein bisschen konzentrieren geht's auch. Was? Oh, verdammt. Hätte ich eine Ulti machen können. Hab ich mich auch gekickt. Schade aber auch. Baraka ist tot. Dein letzter Verbündeter ist fort. Bringt sie weg. Wir dienen dem neuen Herrscher der Außenwelt. Dann dienst du Kotal Kahn. Zurück in der Gegenwart. Da. Stellst du dich, Verräterin? Du willst mir Verrat vorwerfen? Diese hier hat kein Verlangen nach dem Thron. Warum dienst du Melina? Ich berate sie. Das Amulett zu spielen war meine Idee. Es tötet sie mit jedem Einsatz ein wenig mehr. Beide Seiten werden schwächer und du füllst das Vakuum. Genau mein Plan. Eine Schande, dass du sein Ende nicht erlebst. So, wieder hauen hier. Oh, coole Map. Schön aus. Statue im Hintergrund. Oh, der hat doch Dritte. Oh, okay, was denn? Boah. Der Blut hat Blitze. Und Blitze. Oh, ich hab meine Ulti verbrauchen. Jetzt kann ich mir eine Statue machen hier.
Ah. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen mehr aufpassen. Das ist voll Blase. Aua. Das war schon. Das war easy, gegen ihn zu kämpfen. Der ist doch richtig schwach. Was ist denn los? Dein Spiel ist aus. Du gehst ohne deine Freundin, Devora? Dein Volk glaubt, wir ließen eure Insel aus Respekt vor eurer einsiedlerischen Natur in Frieden. Aber wir mochten euch einfach nicht. Die Költern bevorzugen Einsamkeit, was ich sehr bald erreichen werde. Okay, mal gucken, wie sie drauf ist. Okay. Hier ist Fernkämpferin auch. Okay. Autsch. Ah, ich will meine Ultima treffen hier. Ja, getroffen. Gute Runde. Oh ja. Yeah. Oder auch nicht. Jetzt aber. Oh, cooler Move. Los, verdammt. Das haben wir gemacht. Zack, zick. Und schon wieder gewonnen. Was ist denn mit der los mit der Devora? Nun sterben zwei Edelianer. Sieht ja schon mal gut aus. Ich weiß, ihr seid keine Freunde, aber du tötest sie nicht. Mir geht's gut übrigens. Nun gut, geh mir. Zur Seite. Das ist verstörend. Devora! Endfight, würde ich sagen. Diese hier wusste, dass du nicht weit vom Amulett sein würdest. Du hast meinen Thron. Und jetzt willst du mir nehmen, womit ich ihn zurückerobern kann? Nein, es war dir nicht bestimmt. Als ob du das entscheidest. Jetzt werde ich dir etwas nehmen. Dein Leben. Nö. Ich hole jetzt mal. Prinzessin haut ganz schön auf den Ummel jetzt hier. Aber die Bora ist stärker, glaube ich. Oh, den gleichen Buffen mache ich eben. Oh, mein Ulti verkackt wieder. Also bei der Ulti hier muss man auf jeden Fall ein bisschen weiter wegstehen und so. Sieg! Noch eine Backpfeife zum Schluss. Hinrunde gewonnen. Oder erstes Match. Oder weiß ich wie. Aua. Hey. Okay, schlecht der Move. Autsch. Oh, das gewinnt sie sogar. Ja.
Yeah. Diese hier wird deinen Tod genießen. Genug geredet. Beende es, damit ich meinen Vater wiedersehe. Du verdienst keinen Tod durch die Hand des Imperators. Diese Ehre wird meiner ersten Ministerin zuteil. Hier muss ich wieder irgendwas drücken. Ist vorbei. Tja, danke dafür. Ich werde nie wieder was essen können. Mit eurer Erlaubnis kehren wir zurück. Bringen das Amulett an seinen Platz. Was zur Hölle tut ihr? Ich traue dem Erdenreich nicht, das Amulett zu beschützen. Es verbleibt bei mir. Die Verträge von Reiko verlangen, dass ihr... Die Verträge interessieren mich nicht mehr. Aber ihr könntet nützlich sein, wenn Raiden es holen will. Gut, dass Kotal Kahn so ein schwacher Kämpfer ist. Dann hole ich ihn gleich direkt zurück, da wo er gekommen ist, in die Hölle. Das Amulett ist im Besitz Kotal Kahns. Kannst du es zurückholen? Niemandem sonst traut er den Transport zu. Dich all die Jahre in der Nähe des Throns der Außenwelt zu halten, war die richtige Entscheidung, Deborah. Sie hätten eine der ihren nie für eine Dienerin unseres Herrn gehalten. Diese hier lebt, um Shinnok zu dienen. Du hast dich bewährt. Jetzt bring es zu mir. Unverzüglich, Quan Chi. Ha, eine Doppelagentin. Oh, coole Pferdchen. Meister, was gibt es aus der Außenwelt? Shinnok wird bald frei sein. Wir reiten zu meiner Festung. Gibt es ein Problem? Zwei Probleme. Deine Frau sagte, dass ich dich hier finde. Hattet ihr einen netten Plausch? Klar doch. Ist das ein National? So einen habe ich seit... Du bist nicht hier, um über Traktoren zu sprechen. Alles klar. Schluss mit den Höflichkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich weiß. Ich habe keinerlei Recht... Du weißt, was ich wollte. Jackie kam freiwillig. Sie kam zu mir. Ich weiß. Hör zu. Ich weiß, warum du nie wolltest, dass sie den SE beitritt. Warum du dich zur Ruhe gesetzt hast. Ich meine, wenn ich damit leben müsste, einer von Quan Chis Schlägern gewesen zu sein, ich hätte mir schon vor langer Zeit die Kugel gegeben. Du kennst doch Vera. Sie würde das niemals erlauben. Für was brauchst du meine Hilfe? Die Außenweltflüchtlinge? Schlimmer. Shinnoks Amulett. Melina hat es. Verdammt. Und wir haben von Serena gehört, dass Quan Chi im Unterreich aufgetaucht ist.
Nach 25 Jahren zeigt er sein Gesicht. Gerade dann, wenn Shinnoks Amulett auftaucht. Das ist kein Zufall. Deshalb brauche ich dich. Deine Quan Chi-Expertise. Es wäre kein aktiver Dienst mehr. Du wärst reiner Beobachter. Cage. Jax. Was gibt's? Wollt nur sehen, habe ich nicht. Mich überzeugen könntest? Ja, das lief ja schon beim letzten Mal prächtig. Den Versuch war's wohl wert. Wir brauchen dich, Jax. Hilf mir, Quan Chi zu fangen. Niemand von uns ist sicher, wenn er das Amulett kriegt. Welche Rolle spielt Jackie dabei? Außenwelt. Bei Cassies Team, das Amulett zurückholt. Sie schafft das. Wir warten eigentlich nur noch auf das Auftrag abgeschlossen. Tja, das war mal nichts mit Auftrag abgeschlossen. Was denkt ihr, Leute? Werden sie uns töten? Dann hätten sie es schon getan. Außer Kotal Kahn plant, uns als Gäste ins Kolosseum einzuladen. Wenn die uns nicht töten, dann meine Mutter. Mich zumindest. Schwer, die Generalstochter zu sein? Du hast keine Ahnung. Ich schon. Mein Ur, was auch immer, Vater hat Shang Tsung besiegt. Das Erdenreich gerettet. Was meinst du, wie oft das auf Familientreffen erwähnt wird? Das ist 600 Jahre her. Und doch könnte es gestern gewesen sein. Gar kein Druck. Ich habe mein ganzes Leben trainiert. Kann mich aus fast allem rauskämpfen. Fühle mich aber wie ein Cage zweiter Klasse. Zumindest hat überhaupt jemand was von dir erwartet. Ich dachte, du und dein Dad steht euch nah. Jetzt. Ich hatte ihn ewig gar nicht gesehen. Das kenne ich. Wie war das so? Ein Ex-Wiedergänger als Vater. Jen. Nein, ich frag nur. War bestimmt nicht leicht. Er war ein wenig überfürsorglich. Als ich den SE beitrat, wollte Mr. Cage der sein, der es meinem Dad sagt. Er dachte, das wird's einfacher machen. Den Tag werde ich nie vergessen. Mein Dad kam mit gebrochenem Kiefer heim. Okay, ich mach das. Was machst du genau? Vertraut mir. Das ist der Nachttopf. Weg von den Gittern. Ein bisschen komisch aus, ey. Aha. Wie hast du das gemacht? Hab seine Sinne überladen. Klappt nur auf kurze Entfernung. Der Sohn eines Telepathen zu sein hat Vorteile. Hab ich früher anders gesehen. So, es geht gleich weiter mit dem Kapitel 7, wie gesehen. Ja, danke fürs Zusehen bis hierhin. Und ja, Mortal Kombat geht ab, macht Spaß. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.